Hallo Leute, Super Mario Luffy hier und heute melde ich mich zurück zu einem neuen Division Video. Und zwar gibt es eine Information von den Entwicklern zur Season 2.0. Sie haben unser Feedback angenommen, was genau sie geschrieben haben, schauen wir sich aber jetzt gleich an. Auf jeden Fall liken und follow nicht vergessen, wenn ihr weiteren Division 2 Inhalt sehen wollt und immer am Laufenden bleiben wollt. Ich probiere schnellstmöglich immer hier die Updates zu liefern. Aber kommen wir jetzt mal da zu, was die Entwickler geschrieben haben. Sie haben diskutiert eben untereinander das Feedback, das sie bekommen haben. Nur zur Erinnerung, sie wollten, was es bei der Season 2.0 gegangen ist. Das ist quasi, wie im Herbst kommt eine neue Season und da hätte es eigene Season-Charaktere gegeben, mit denen ihr jede Season dann quasi wieder zurückgesetzt werdet auf Null und jede paar Monate dann quasi immer da alles verliert, euren Fortschritt mit dem Season-Charakter und immer wieder anfangen müsst, so wie bei Diablo quasi. Dort ist es gang und gäbe, dass man immer zurückgesetzt wird. Path of Exile, glaube ich, ist das auch so. Aber bei Division, jetzt sind wir halt schon im Jahr 6 mittlerweile und jetzt so eine große Änderung, ja, reinzubringen, ist einfach viel zu spät. Das hätte man viel früher meines Erachtens, wenn dann, machen müssen. Ich hätte sogar gut gefunden, weil das Gear, was man spielt, das ist das meiste. Also, das hat man schon ewig. Jeder hat den ganzen Loot in einem Looter-Shooter. Ist nie gut, wenn man nichts mehr farmen muss. Und die Sets stehen eigentlich für die Missionen. Es gibt da, wenn man schießen will, eben das Gold-Set. Für die Open World das Sniper-Set oder eben das Stürmer-Set. Und ja, sonst ist eigentlich alles sehr, sehr viel schlechter. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, dass es schon ewig die gleiche Meta gibt und es sich eigentlich nichts ändert und jeder eigentlich schon die Sets spielt, die was er eh schon ewig spielt. Und da hätte eben die Season, ja, finde ich, ein bisschen neuen Schwung reingebracht. Hätte ich Bock gehabt, jede paar Monate alles neu zu farmen? Wahrscheinlich auch nicht, das wäre mir auch am Sack gegangen. Deswegen bin ich ja auch jetzt froh, denn sie haben angekündigt, sie werden es sein lassen mit der Season 2.0, also keinen neuen Charakter machen. Ihr müsst da nicht, es wird keinen extra Season-Charakter geben und sie werden schauen, dass ihr der Fortschritt eben bei der neuen Season ohne den Season-Charakter machen könnt und eben mit eurem Hauptcharakter quasi die Season 2.0 bestreiten könnt. Das wäre sonst nicht der Fall gewesen. Ihr hättet dann einfach die Rewards quasi von den Season-Charakter auf den Hauptcharakter bekommen am Schluss der Season. Und dann hättet ihr eh wieder mit dem Season-Charakter spielen müssen, wenn der neue Season, wenn ihr die neuen Items haben wolltet. Und das haben sie jetzt gestrichen, also der Hauptcharakter wird im Fokus stehen. Sie haben leider nichts Genaueres gesagt, wie, was, wann. Ich bin auf jeden Fall überrascht, dass sie da einen Rückzieher gemacht haben. Wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich das einfach auf eine PTS gebracht, hätte das die Spieler testen lassen und dann hätte ich entschieden. Aber sie haben jetzt ohne Test entschieden. Und es wird auch nicht ihre Pläne quasi für Jahr 6 beeinflussen. Schreiben sie, wie das einen nicht beeinflussen kann, ist mir zwar schleierhaft, aber ja, im Herbst sollte es dann losgehen eben mit der Season 2.0. Und sie werden dann nähere Informationen noch rausgeben mit einem Livestream und mit einer PTS, wo sie das uns das Ganze eben testen lassen. Sie sagen, ja, sie danken uns für unser Support, fürs Feedback und sie schauen natürlich weiter, dass sie Division 2 hier verbessern. Ja, das war jetzt die Information. Keine seasonal Charakter, das wird die meisten freuen. Und das ist mal eine gute Nachricht. Ich bin gespannt, was stattdessen kommt. Wieder nur neues Gear. Was ändert sich jetzt wirklich dann für uns bei der Season 2.0? Ich finde, man kann sich halt wirklich noch sehr, sehr wenig jetzt vorstellen drunter, wenn es jetzt keinen Season-Charakter gibt, dann für was ändert man die Season? Was ist dann anders? Also wenn ich eben einen Hauptcharakter spiele, neues Loot bekomme ich, ja, aber ja, ich verstehe es nicht. Mal schauen, wie sie es dann umsetzen. Vielleicht machen sie es wirklich gut und sie überraschen mich. Ich hoffe, das Spiel braucht mal wieder einen neuen Anreiz. Es ist wirklich schon ein bisschen ausgelutscht. Ich kann die ganzen Missionen nicht mehr laufen. Ich werde jetzt die nächste Woche dann mal die neue Manhunt Target Missions, da was da immer gibt, werde ich mal live streamen. Aber momentan spiele ich auch eher weniger und deswegen auch weniger Videos von mir. Es hat hier 35 Grad, da bin ich lieber am Wasser als wie vor der Konsole. Ich hoffe, ihr seht das danach.
Und was gibt es sonst neue Informationen? Ich habe ein paar Informationen auf Twitter gehabt, wo Leute gesagt haben, es gibt ja eine chinesische Version, die haben eigene, ja, Anziehsachen, eigene Events. Und was ich jetzt drauf gekommen bin, die haben bei den Raids, also den Iron One Horse Raid und den ersten Raid, was es gibt, die haben den auf dort auf legendär, auf der Schwierigkeitsstufe legendär. Und die haben auch noch einen anderen Modus quasi im Spiel. Das kann man sich so vorstellen, eine Mischung zwischen Descent und wie heißt das andere mit den Hochhäusern, mit den 100 Stöcke? Ah, fällt mir jetzt gerade nicht ein, ist zu heiß. Ich glaube, ihr wisst das. Da gibt es so einen Modus, der was so quasi mittendrin ist. Und ich verstehe halt nicht, wenn sie das programmiert haben, wieso adden sie sowas nicht ins Spiel? Da hätten wir die Hardcore-Spieler, oh, legendär Raid, da wäre wieder ein bisschen irgendeine Herausforderung da. Wenn sie die Schwierigkeit eh schon programmiert haben, da wäre es jetzt an der Zeit, dass man das halt einfach mal rüberbringt. Verstehe ich nicht, wieso nicht. Man hört von den Entwicklern eigentlich gar nichts darüber. Und ich hoffe halt, dass sie das wirklich machen, weil die Raids, das habe ich das letzte Mal mal gespielt. Wir hatten zwar keine Ahnung mehr, was wir zu tun müssen, aber es war wirklich langweilig. Da kommen ein paar NPCs, dann wartet man. Das ist halt wirklich nur Mechanik und eher weniger Schießen. Und also da hätte ich mir ein bisschen was gewünscht, dass sie da ein bisschen was überarbeiten würden. Auch von der Schwierigkeitsgrad. Wir sind so stark mittlerweile. Das Spiel hat sich uns eigentlich gar nicht angepasst. Und das jeder Inhalt ist eigentlich hier sehr, sehr leicht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich eine Challenge mache, dass ich eine heroische Mission einfach blind spiele und mir einfach nur wer ansagt, dass ich weiß, wo ich auch hinrennen muss, weil sonst wird es schwierig. Aber ich glaube, das könnte ich sogar schaffen. Also, und das sieht man eh schon, wenn man den schwierigsten Schwierigkeitsgrad quasi, was es fast überall in einem, ja, im Spiel gibt, dann schon blind spielen könnte und man sich das zutraut, ja, dann weiß man schon, wie schwierig das Spiel ist. Ich hoffe auf jeden Fall hier, dass die Season 2.0 ein Erfolg wird. Das DLC kommt dann nächstes Jahr. Für das habe ich eher nicht so hohe, ja, Hoffnungen. Die Community ist anderer Meinung, aber ich habe einfach keinen Bock auf neue Missionen. Die renne ich ein, zwei Mal und das war dann der Inhalt. Die Open World, wie ich immer sage, gebt sie mir, aber für was neue Missionen? Ich glaube, wir haben über 30 Missionen, wahrscheinlich sogar mehr. Wir brauchen nicht noch mehr Missionen, wir brauchen irgendwas mal was anderes, würde ich mal sagen. Aber das soll es jetzt von mir gewesen sein. Lassen wir das Video hier nicht zu lange werden. Was sagt ihr dazu, dass es auf chinesischen Version hier legendär gibt bei den Raids und auch einen anderen Modus? Und was sagt ihr jetzt zu der Entscheidung, dass die Season 2.0 hier abgesagt wurde? Lasst mich wissen in den Kommentaren. Liken und Follow nicht vergessen. Haut den Like-Button kaputt und dann wünsche ich euch, ja, verbrennt nicht in der Sonne, würde ich mal sagen. Ciao, ciao, haut rein.